Alter, wenn ich dieses Logo schon vor mir sehe, dann erwarte ich was Großes. Ja, das Final Fest, das letzte Splatfest von Splatoon 2 kommt auch jetzt endlich. Oh mein Gott, die Splatokalypse, die ist ausgebrochen hier in Inkopolis. Die Splatokalypse steht uns bevor, wie Marina schon angekündigt hat. Formt die Welt eurer Träume. Trefft ein letztes Mal, weil am Splatfest war stand. Ja, und das sind die letzten. Und das sind die Arenen für das letzte Splatfest. Und jetzt kommt die letzte Wandelzone. Die geilste und beste Wandelzone, hoffe ich mal. Ach, übrigens, nebenbei gibt es noch ein Update. Also ja. Ja, ein Patch, was natürlich nichts ändert. Ah, übrigens, Salmon ist auch offen, aber juckt uns sowieso nicht. Ja, es juckt uns nicht. Auch nebenbei könnt ihr Salmon arbeiten, aber das Blatt ist viel wichtiger. Und nicht vergessen, das letztes Mal immer Tentacool bleiben oder auch spritzig. Und damit auch willkommen zum letzten Splatfest, beziehungsweise zum Final Fest von Splatoon 2. Splatfest. Das Projekt. Und das wird übrigens das letzte Splatfest sein in meiner Playlist hier. Und zum letzten Splatfest ehre ich auch nochmal hier, dass es geil wird. Und ich hoffe mal, ihr würdet euch freuen. Ich nehme es hier mit meiner gleichen Kamera auf. Ich weiß nicht, ob ich noch mit der anderen Kamera aufnehme. Wenn es nicht funktioniert, dann lade ich dieses Video hoch. Wenn ich mit einer anderen Kamera aufnehme, dann lasse ich das andere Video hoch. Da wird es richtig gut zusammengeschnitten. Aber hier ist es natürlich ganz normal. Ich weiß nicht genau, wie ich es machen werde. Aber ja. Erstmal willkommen. Die Splatterkalypse ist hier ausgebrochen in den Kopolis. Und es wird diskutiert zwischen Inklinger und Octolinger, welche Welt besser wäre für den Kopolis. Ich habe mich schon entschieden. Ihr seht schon mein Splatfest-T-Shirt. Mega geil. Team Chaos, das ist natürlich klar. Mein Name. Stehe ich für meinen Namen hier. Hier wurden schon ein paar von Team Chaos und von Team Ordnung haben ein bisschen was schon gegeben. Ja, ihr seht schon, ich bin der Chaos. Mal 10 Kampf haben die gewonnen, sehr schön. Aber ja, die anderen haben mal 100 Kampf gewonnen. Und zum Ehren des letzten Splatfest ziehe ich einer der Chaos-Ausrüstung an. So, ich ziehe mein Fischfossil wieder an. Den cooler Ram, den mag ich nicht so, deswegen ziehe ich ihn nicht an. Ich will mein Fischfossil wieder an und es wird mega cool. So, was nehmen wir noch? Das lassen wir, denke ich mal, so. Ich nehme übrigens die Airbrush PG. In dem Splatfest gibt es keinen Waffentest. Also da wird Waffentest Pause sein. Übrigens, hier ist schon eine Waffe, die ich schon getestet habe, aber ich weiß nicht, ob das rauskommen wird. Keine Ahnung. Aber jetzt gucken wir uns erstmal in den Kopolis erstmal um, bevor wir uns in den Kampf stürzen. In den ersten Kampf vom letzten Splatfest erstmal ein bisschen umgucken. Ja, es sieht hier wieder alles schön gekleidet aus. Es sieht mega geil aus. Die Chaos-Flaggen von Perla schwingen hier richtig herum wie Piraten. Wie beim privaten Schiff. So richtig zerrissen auch. Und bei Marina alles gerade, alles sauber. Silber auch, so richtig schön. Richtig auch parallel zueinander. Auch ein bisschen langsamer als die. Und sieht ein bisschen edler aus als die vom Chaos. Und was ich auch noch zu erzählen habe, ist, wie die Story aufgebaut wird, wenn Chaos gewinnt. Das will ich auch noch hier euch sagen. Aber jetzt ist erstmal in die erste Runde des Final Fest in das Splatokalypse. Let's fetz! Und jetzt starten wir auch mit der ersten Runde vom Final Fest. Und direkt starten wir mit der Map. Mit der Wandelzone. Oh mein Gott, was ist das? LOL, was ist das für eine Farbe? Mega heftig, ey. Und wir starten mit der Wandelzone, mit
Ink Me Up. Mega geile Musik. Die habe ich auch immer gehört, auch neben Fly Hawk the Fly, war auch meine Lieblingsmusik. Mega geile Musik. Cool, dass sie auch drankommt. Hat die nicht gedacht. Hat die wirklich nicht gedacht. So, in nächster Etwas müssen wir alles geben, dass Team Chaos gewinnt. Muss ich einfach nur sagen. Lol, was hat das denn jetzt? Boah, aber beide Farben, ohne Scheiß, beide Farben sind mega geil gestaltet. Warte, wir ein bisschen am Verkacken, aber müssen ein bisschen aufholen. Müssen wir ein bisschen aufholen. Okay, ich weiß nicht, warum ich... Hä, warum mache ich so viel wenig Schaden? Komisch. Anscheinend Scheiße, Leute! Wo sind ihr? Wo sind alle meine Teammates? Oh Mann. Oh, nice! Geiler Kill. Okay. Die Map ist... Scheiße, das war natürlich ein bisschen blöd. Die Map ist mit den Schwämmen aufgebaut. Das finde ich auch geil. So, gerade ist die Mitte und kämpft wieder. Mal gucken, ob wir die erobern, die Mitte. Scheiße! Nice, getroffen. Leute. Okay, jetzt geht's los. Letzte Minute. Badam, bam, bam, badadam. Oh mein Gott, jetzt holen wir richtig auf. Kommt. Leute, jawohl. Jawohl, jetzt holen wir auf. Ich muss schnell jumpen. Jumpen. Leute, zu mir. Nochmal Cola einfeuern. Ach du Scheiße, Leute. Ah. 30 Sekunden noch durchhalten. Kommt, Leute. Okay, getötet. Nice. Von mir. Nice. Und boom. Oh mein Gott, Double Kill. Oh. Am Ende haben wir ultra rasiert. Mega geil. Die Musik ist auch bombastisch, ey. Gute Auswahl auf jeden Fall, Nintendo. Getroffen. Fly to Fly wäre ein bisschen lieber gewesen. Vom Octo-Expansion Mode beim Final Boss. Aber die tut es auch. Da freuen sich auch einige Splatoon 1-Fans darüber. Und ich freue mich auch auf die Musik. Die ist auch richtig geil. Mega geil. Gut. Jetzt haben wir auch noch einen anderen Team Chaos-Kameraden am Start. Und ich denke mal, ihr fragt euch, wer. Wegen Maximal und Dark Icarus sind in Team Ordnung. Und Octus Beta ist im Urlaub. Also, wer kann das sein? Von den YouTubern kann das auf jeden Fall nicht sein. Aber es ist ein YouTuber, aber er ist ein Neuling im YouTube-Geschäft. Mal gucken, wie es mit ihm so läuft, Leute. So, und direkt wieder die Wand, die heißt Schwammschwarm. Okay, Schwammschwarm, komisch. Und der Gabriel ist auch dabei. Leute, da, hi. Seit wann haben Wanne zu nah? Frage ich mich auch, ich denke mal, dass es nur hier im letzten war. Ich glaube, das ist wegen dem letzten Stadt. Ist dir schon irgendwie die geile Farbe aufgefallen? Ja, so braunmäßig, aber nicht dunkel. Nee, das ist so goldbraun. Goldbronze ja. So. Das ist so eine Mischung. Warum kann man nicht zwischen den Farben entscheiden, ob die in Splatfest kommen oder nicht? Das wäre so nice, wenn das auch im normalen Public wäre. Ja. Lol, einer von den Gegnern ist gesnacktet. Nice. Das ist gut. Du regst dich eigentlich immer darüber auf, dass Gegner disconnecten. Aber ja, in Splatfest freust du dich natürlich da, ja. Ja, fürs Splatfest halt, ne? Unten Rangkampf, da hab ich mich gefreut. Eigentlich soll es andersherum sein. Ich denke mal, die in Chaos sind, sollten eigentlich mehr disconnecten. Weil die haben ja nicht so ein gutes Internet, ne? Die sind ja in der Wildnis. Ah. So. Ich freue mich. Welt in Chaos. Also, wenn es um was geht, dann freue ich mich, wenn Gegner disconnecten. Ja, da freue ich mich auch. Wo sind die Gegner? Die sind voll lahm. Langsam. Die sind voll lahm. Ja, ist doch gut.
Ach, was ich ja auch erwähnt habe, ist ein gewisser YouTuber. Ja, Garu ist auch jetzt endlich YouTuber. Er hat gestern einfach 3 Videos hintereinander hochgeladen. Das ist krass, einfach mal. Hätte ich auch nicht erwartet, dass er das. Das erste Video war jetzt nicht so gut von mir, weil ich ein bisschen mehr Double Kill. Ja, ich habe auch richtig viel Klecksbomben reingedonnert. Nice. Hast du die Insta-Bomben mal erwähnt? Ja, ja. Passt schon. Ich auch. Wir könnten dann zu zweit. Alter, die Gegner sind richtig schlecht, ne? Aber die haben auch einen Disconnect. Aber liegt auch nicht daran, die kommen auch nicht mal voran, ne? Also wir chillen hier die ganze Zeit. Ja, Chaos, die trainieren ja immer, ne? Um den Krieg. Die Ordnungskinder, die sitzen ja nur zu Hause und zocken auf dem PC oder so. Wir sind das beste Duo, wusstest du mal früher? Ja, schon so oft erwähnt. Aber nicht in der Aufnahme. Ne, in der Aufnahme verkacken wir offline. Offline gewinnen wir, also offline im Sinne von keine Aufnahme. Ach übrigens, ich hab das hier. Aber ich hab das Fischfossil auf, ne? Hast du schon gemerkt? Was? Mega geil aus. Fischfossil. Was? Das ist die geilste Stadtwest-Ausrüstung, kann man sagen. Das ist doch für die. Alle, die chillen da jetzt einfach in dieser Kackkugel da. In der Safe-Zone. Einer springt von denen. Das hab ich gesehen. Ja, aber wohin springen die denn? Spawn-Jump? Ja, die haben denke ich mal keinen Bock. Weil ich sehe hier niemanden, der hier irgendwo jumpt. Ja, Gabriel, erzähl mal was darüber. YouTube. Du machst ja auch jetzt endlich YouTube, ne? Ja, mach ich. Ja, es sind halt Let's Plays. Was soll ich denn sagen? Ja, es sind also welche Let's Plays wie unsere. Ja. Man macht halt. Auf jeden Fall für die bring ich grad. Genau. Auf jeden Fall. 3 Parts auf einen Tag habe ich hochgeladen. Ja, das war easy win, ne? Ja, ne? Ich bring MK8. 3D World, Splatoon auch bald und Lego City Undercover werde ich auch bald. Ja, ihr könnt mal abstimmen bei Gabriels neuesten 3D World Video, sein zweites. Da hat er eine Umfrage gemacht. Ja. Und da könnt ihr abstimmen, welche Projekte von ihm wollt ihr. Genau. Ja, das haben wir easy rasiert. Ich bin direkt volle Kana Chaos, mega geil. Ich bin auch gleich, ich bin bei 78. Warte, was bist du gleich? Ich bin auch gleich nächste Stufe. Ach so, okay. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Was euch auch auffällt, ist, ich habe eine Waffe genommen, die zu unserer Farbe passt und mit der ich sogar gut bin. Und zwar die Airbrush PG. Genau. Die passt sogar zu unserer Farbe sehr gut. Ich habe den grünen 3R. Also es passt eigentlich, es ist eigentlich identisch zu der Farbe. So bronzemäßig. Also ich finde so, das ist eine Mischung aus Gold und Bronze. Bronze. Genau. Aber ich finde ein bisschen, dass die Chaosfarbe, es ist jetzt meine persönliche Meinung, ich denke mal, viele Leute finden das anders und es liegt nicht an meinem Team, dass ich ein Team bin. Ich finde so, das sticht ein bisschen mehr raus, so. Die goldene Farbe, so. Was passiert, wenn die Chaos-Team gewinnt? Weiß ich nicht. Bisher sieht es gut aus. Bisher haben wir 2 Runden hintereinander gewonnen. Für mich halt. Also, was denkst du passiert, wenn Team Chaos gewinnt? Achso, ja, das wollte ich auch eigentlich sagen, denn ich habe ja vor der Aufnahme, vor der Runde, hatte ich ja gesagt, dass ich über den Story Mode von Platoon 3 reden will, was da passieren wird. Also, denkst du, Platoon 3 wird vielleicht auf die Switch kommen? Also, ich denke, dass Inkopolis, das jetzige Pokémon von Platoon 2, in den Story Modus verpackt wird als Oberwelt. Und halt die Level sind, finde ich, also ich würde es wieder mega feiern. Und halt eine andere Oberwelt ist wieder in Splatoon 3. Und dass halt Marina irgendwie wieder entführt wird, aber ich will nicht wieder die Octeraner sehen. Ich will irgendwie neue Gegner sehen. Die sind langweilig. Ja, finde ich. Aber ich hoffe, dass Splatoon 3 auf der Switch kommt. Ist zwar unwahrscheinlich, aber. Also nee. Ja, okay, manche Leute haben auch schon vermutet beim Trailer, dass Splatoon 3 direkt rauskommen wird. Das habe ich sehr bezweifelt. Es gibt ein Leak-Bild, das kann ich dir später schicken. Habe ich bei einem YouTuber gesehen. Was Splatoon 3 ist halt. Ja, bin ich gespannt drauf. Ich hoffe, es kommt auf die Switch. Glaube ich aber nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Ich hatte auch schwere Zweifel, dass es auf die Switch kommen wird. Oh, ich war ultra low und war einfach in Nahkampf gegen den Sniper gegangen. Ja,
Ja, aber gegen den Sniper kannst du aus dem Nahkampf viel machen. Ja, gut. Ich hab sogar die Waffe nicht mal hier. Ich hab die nicht mal auf Zufall genommen. Ich hab die einfach so genommen. Zum Einfärben gut, weil ich mit der gut bin. Und das, also ich habe nicht mal bedacht, dass es zu der Farbe passt. Also da habe ich gar nicht gedacht drauf, was für eine Waffe auf die Farbe passt. Ich zock halt meine Main-Waffe. Ja, die Gegner waren jetzt nicht die besten. Joa, jetzt rasten die mal ein bisschen aus, ne? Am Ende. Jetzt kommen die doch mal durch. Ja, aber jetzt kommen die doch noch durch, ne? Oh. Mhm, muss man ein bisschen aufpassen. Nein. Scheiße. Leute, nein! Nein! Wir haben doch noch verkackt, denke ich mal. Oh Gott. Ach, Scheiße. Ne, gewonnen noch. Oh mein Gott. Es war noch knapp, ey. Aber die, ich hab dir gewarnt. Also, die Gegner kommen noch durch. Und du sagst, ja, nee. Schaffen wir schon. War doch noch knapp am Ende. Boah, Alter. Ja, ich hab auch... Ideen zu den neuen Gegnern habe ich noch nicht. Aber ich habe Ideen, was so storytechnisch angeht. Also was so, du hast keine Ideen? Ich habe keinen Plan. Also ich habe ein paar Ideen, die ich sagen will. Vielleicht wird auch Nintendo dieses Video sehen, bezweifle ich ultra hart. Aber ich will es aber mal mitteilen, weil, keine Ahnung, vielleicht wird es ja der ein oder andere sehen. Ja. So, hier sind wir auch in der nächsten Runde und direkt wieder die Wandelzone anscheinend. Okay. Gut, Garo ist gerade gemutet, aber ihr tut es gerade nicht. So. So irgendwie Bronze, Hallo? Gold. Hallo? Ja, hi Gabriel, wieder. Wie geht's? Ja, wir hören dich wieder. Ich habe auch gerade den Zuschauern gesagt, dass du gerade gemutet bist. Ja, deswegen habe ich mich entmutet, sonst wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, passt schon alles. Ich mach das. Also du hast dich gefragt, wie ich das mit den Aufnahmen mache. Ich mach das so beim Bike und deshalb das Ziel. Ich tue das Telefon zwischen meinem Bein, weil ich habe keine Cam. Das ist so anstrengend. Oh Mann, habe ich früher auch manchmal gemacht. Die Videos waren übrigens nie rausgekommen. Ich kann es irgendwann mal jetzt zeigen, aber es ist halt ultra cringe, ne? Es ist halt mega cringe. Also auf Lego City an der Kamera freue ich mich schon richtig hart, wenn ich das wieder spielen kann. Wenn du mal den 3D-Teil sehen würdest. Ja, der geht so kurz, ich hab den schon 5-mal durchgespielt oder so. Und das regt mich so auf mit den Textboxen, ne? Zum Glück wurde das in der Liste an der Kamera mit Sprechen gemacht. Boah. Ja. Das war halt nervig immer. Zum Glück haben wir. Oh Scheiße, einer ist durchgekommen bei uns. Zwei sind durchgekommen, auch du Scheiße. Hey, wo, bei uns? Ja, die chillen hier gerade. Scheiße, die haben mich getötet. Ja, die sind gerade bei uns. Ja, Gabe. Ja. Scheiße. Du gehst jetzt gerade weg, jetzt kommen die gleich durch, ne? Ja. Oh mein Gott, das war ultra knapp. Nice. Müssen wir wieder durchkommen als Team. Ja, komm, 3 von denen ist tot. Nein, hinter mir. Nice Double Kill. Der Instabomb auch nochmal. Ich denke, ja. Scheiße! Ich bin tot. Wo ist irgendwer gespawnt, trapped? Ja. Ich bin tot. Verdammt, jetzt verlieren wir gerade. Ah, scheiße. Wird es die erste Niederlage? Komm, wir haben eine Minute noch. Naja, bis zu 45 Sekunden. Oh, scheiße, die haben Schussfeld. Nein, der war eine Haftbombe! Willst du mich verarschen? Rip. Obwohl die Gegner sind ja auch in den letzten 20 Sekunden durchgekommen, ne? Bei der vorletzten Runde. Also können wir es ja vielleicht auch irgendwie schaffen. Wenn wir als Team vorgehen. Ja, nee. Wir schaffen es nicht. Ja, wenn alle Leute einzeln kommen, dann nicht, ne? Aber ja, wenn wir zusammenkommen, alle dann schon. Aber wir kommen ja immer einzeln, das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem an random Spielern, ne? Und kein richtiges Team hat so. Ja, RIP. Warum wäre ich gar nicht mehr zu treffen? Komm. Verdammt. Am Ende noch alles gegeben.
Ja. Irgendwas noch versucht, aber passt nicht. Die erste Niederlage. Aber Niederlagen müssen auch mal sein. Sonst ist es natürlich kein richtiges Splatfest. Wir machen aber noch eine Runde. Ich denke mal, die Runden werden ein bisschen lang sein. Werden länger sein als normal. Jo. Letzte Runde für heute. So, auch sorry dafür. Was geil ist, es läuft bei jeder Map eine andere Musik als normal. Zum Beispiel hier, beim Absalmuseum, das ist eine andere Musik als normal. Also sind andere Musik am Start, die nicht normal sind. Also die nicht normal vorkommen. Das ist mega geil. Nein, die läuft nicht normal im Absalmuseum. Es läuft ja nur normale, andere. Ne, irgendwie abläuft nur bei der Wandelzone, denke ich mal. Und ja, ich kenne den Titel von der Musik. Weil ich das auch selber höre, die Musik. Alter, warum? Ja, das sollte ich halt. Junge, du Hurensohn! Kannst du mir sowas sagen, was du willst? Ich kriege ja sowieso kein Geld für die Videos. Also wenn ja auch nicht. Das Einzige, was YouTube machen kann, ist einfach demonetarisieren. Ja, aber bei mir geht's ja nicht. Bei mir geht's ja nicht. Ja, das Einzige, was wir machen können, ist einfach meine Videos zu. Warum ist denn der Desperte weggelaufen von mir? Oh Leute, das ist einer von uns, okay. Oh, wir können noch ein paar mehr Folgen aufnehmen. Wenn du noch Zeit hast. Ach, Rick, Alter. Ich werde hier mal noch eine Folge aufnehmen heute. Ich nehme übrigens am Donnerstag auf, also am Splatfest Release. Wo es halt. Es geht 4 Tage. Donnerstag bis Sonntag. Also 4? Ja, 4 Tage. Das ist geil. Oh, der hat richtig gefressen. Der hat richtig gefressen von mir. Ich brauche schon mal eine Ult. Scheiße, der war so low. Oh, Maxinelli. Maximal in weiblich. Ach, wo sind denn Aufnahme? Einer heißt Maximelle. Maximal weiblich erfahren, lol. Sozusagen. Ach, Mann, ey. Mit deinem Disperser. Alter. Aber wir kommen gerade wieder durch. Wir müssen uns die Mitte sichern. Bam, bam, badam. So, eine letzte Minute ist bei jeder Map, außer bei der Wanne zu normal. Aber sonst ist die Musik anders als bei den anderen Maps. So, du hast keine Chance im Nahkampf gegen mich. Hier kommt mir so vor, als würden die alle laggen. Wir verlieren. Ja, ja. Zip. Nein, ist ehrlich. Lol. Hä? Wie sind die da durchgekommen? Hä? Ich war nicht mal in der Mitte, ich war rechts seitlich, also da war ja alles safe. Ich war vorne links. Als ob wir noch verloren haben, ey. So bitter. Okay, Leute. Damit würde ich sagen, das war's mit der ersten Splatfest-Folge, beziehungsweise zum Final-Fest von meiner ersten Folge. Es kommen noch 3 weitere Folgen, meinte ich. Nicht 4. Die erste ist ja schon um. Also ja, ich sag's jetzt nicht so oft immer. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, um keine dieser weiteren Videos zu verpassen. Und ja, abonniert auch Gabriel, wenn ihr wollt. Ist aber egal. Der ist Dark Gabriel auf YouTube. Aber man kann ihn noch nicht finden, weil man kann erst die Leute finden ab 10 Abonnenten. Doch, kann man. Wirklich? Ja. Jetzt will ich mal ganz kurz schnell gucken. Aber na gut, ich gucke gleich, wenn der Aufnahme ist. Jetzt will ich das noch nicht gucken. Gut, Leute, ich würde sagen, schaltet beim nächsten Part ein. Morgen geht's weiter mit dem Splatfest. Splatokalypse wird da weitergehen. Und ich hoffe mal, Team Chaos wird hier regeln alles. Wird die Regeln aufstellen und sagen, Stopp, Ordnung, das geht so nicht. Wir entscheiden, was hier läuft. Und ich hoffe mal, die Regeln werden gebrochen werden.
alles wird zerstört. Okay, und ich hoffe mal, das wird geil. Bis dann und ciao.